willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute habe ich die neue Just Kick It am Start, die Just Kick It Januar 2022. Ja, die Januar 2022er Ausgabe ist am Start, die erste aus dem neuen Jahr, kann man so quasi sagen. Die kostet 3,99 € und ihr feiert die Just Kick It Videos auf meinem Kanal und deswegen gibt es natürlich einmal im Monat immer ein Just Kick It Video und heute ist es soweit, Januar 2022 und ihr seht wieder, es sind so viele coole extra Sachen mit dabei. 16 Trading Cards, XXL Limi von Procpa, 10 Sticker, also 2 Packs Katar WM, 2 Packs FIFA 365 Sticker, XXL Limi von Paule und natürlich das Magazin darf man nicht vergessen. Und das Magazin gucken wir uns heute als erstes an. Ja, vorsichtig sein. So, die sind natürlich alle ein bisschen befestigt. Ich hoffe, dass ich Paul Procpa... Ja. Ich hoffe, dass der Panzerkleber nicht hinten dran klebt. Ja, okay, der Panzerkleber, muss man diesmal sagen, auf der Kamera jetzt nicht so zu erkennen. Aber dieses Mal hat es Panini nicht ganz so gut hinbekommen. Hier ist der Kleber. Und hier ist auch der Kleber, ihr seht es. Jetzt könnt ihr es sehen. Also diesmal leider ein bisschen fester. Also da ist der Panzerkleber wieder... am Start gewesen. Bei den letzten Malen fand ich, da hatte man den Panini Panzerkleber im Griff, aber heute hat er zurückgeschlagen. Der Panini Panzerkleber schlägt zurück. Wir gucken uns als erstes das Magazin an. Hier der Kleber, den mache ich mal ab hier, bevor der nochmal wieder an Paul Pogba dran klebt. So, die coole Romanze der DFB Stars. So, wir blättern einfach mal durch hier, ne? Wir blättern einfach mal durch. So, als erstes natürlich wieder die Erklärung von den Karten und den Stickern, die dabei sind. Und dann deutsche Topkicker im Ausland. Kai Havertz natürlich in der Premier League, Toni Kroos in Spanien, Ilkay Gündogan in der Premier League, Karim Adeyemi am Start, Marc-André Ter Stegen. Dann haben wir hier, ja, Topkicker Mario Götze, Kevin Volland, AS Monaco, ja moin. Bernd Leno, Thilo Kehrer, Robin Gosens, Antonio Rüdiger, Julian Drexler, Mexler, Timo Abi, Timo Werner. Und dann war es das mit den deutschen Kickern im Ausland. Und dann haben wir den torgeilen Gigant Lionel Messi. Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch an dieser Stelle für den 7. Ballon d'Or Gewinn. Da seht ihr auch, Weltfußballer. Natürlich 2019 und 2021 natürlich jetzt das 7. Mal. Aber müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich bin auch der Meinung, dass dieses Jahr Messi den Ballon d'Or nicht hätte gewinnen sollen, sondern Robert Lewandowski. Aber das Thema haben wir alle sehr, sehr oft diskutiert und wir sind eigentlich alle der Meinung, dass Lewandowski den hätte bekommen können oder sollen, nicht können, sollen, genau. So, Emils großer Auftritt als Balltragekind beim Länderspiel, sehr, sehr, sehr cool. Eingelaufen als Balltragekind hier, sehr nice. Da hatte Emi auf jeden Fall einen stabilen Tag, würde ich mal sagen. So, 2-Jahres-Abo, Kajas Ticket-Abo, knifflige Club rein. Komm, das machen wir mal. Jetzt klebt er hier. Entweder oder. Kennst du die Antworten auf unsere Fußballfrage? Entscheide, welche richtig ist. Wer feiert im Dezember Geburtstag? Boah, wer soll ich das wissen? Neymar oder Mbappé? Keine Ahnung, ich würde sagen. Ich habe echt keine Ahnung. Ich würde sagen, Neymar. In welchem Land Boxing? Ja, England ist Boxing Days. Weihnachtsmaskottchen drückt VfB die Fritzle oder Bulli? VfB ist Fritzle. Glaube ich, ne? Fritzle? VfB? Okay, das war lost. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich glaube, ich habe alle Fragen falsch beantwortet, außer die zweite. Erling Haaland als Poster mit dabei. Mbappé als Poster. Toni Rüdiger, Jadon Sancho, Pancho als Poster. Dann Manuel Neuer, Anthony Modest ist mit dabei. Und Joshua Kimmich. Und dann natürlich die anderen Hälften davon. Zack, 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 zack. So, dann check die DFB-Cards in A-Training XL. Hier sind alle deutschen Karten aufgelistet von der Katar-Serie. Auch die Limis am Start hier. Gosens, Musiala, Brandt, Draxler, Goretzka-Limi, Klostermann-Limi, Emre Can, Luca Waldschmidt, Kai Havertz. Robin Koch hat eine Limi bekommen, Mats Hummels hat eine Limi bekommen und das müssten es gewesen sein, die ganzen Limis der Deutschen.
So, blättern wir mal weiter zu den Top-Kickern in FIFA 22. Ja, Lewandowski auf 2, Messi auf 1, Ronaldo auf 3. Ich kann mal so sagen, in meinem Ultimate-Team in FIFA 22 steht Messi drin, steht Ronaldo drin und steht Neymar drin. No joke, true story. Ich spiele nämlich 4-3-3 offensiv und habe Diego Maradona im Sturm, im ZOM Ronaldo. Dann habe ich Messi auf dem rechten Flügel, linker Flügel Neymar. Ich habe schon lange kein Ultimate-Team-Video mehr gemacht auf meinem anderen Kanal, auf PaxTrader. Da habe ich ab und zu ja auch mal ein FIFA-Video gemacht. Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich spiele halt FIFA so für mich privat. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, ne? Das ist klar. So. Dann, was haben wir hier noch? Sticker Spaß, ding, ding, ding. Die Liste ist hier. Kai Havertz von 8 auf 1. Was ist denn da passiert? Kai Havertz von 8 auf 1. Ja, moin. GG Kai. GG Kai, Abi. Großer. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Dann haben wir hier noch die Top 11. Komm, wir gucken uns die Top 11 von... Oh, das ist schwer zu erkennen. Ich wollte mir die Top 11 von Niklas aus Berlin angucken, aber dann gucken wir uns die Top 11 von Tom aus Hamburg an. Lewandowski im Sturm, links Mbappé, Neymar dahinter, rechts Salat, Jadon Sancho, ZM, Toni Kroos dahinter noch, Alaba, Van Dijk, Hummels, Kimmich und Manuel Neuer am Tor. Oh, guck mal hier. Der Lukas aus Edendorf hat die Allianz Arena am Start. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Und als nächstes ist er dabei. Als nächstes ist dabei in der nächsten Just Kick It Benji Pavard, Limi und Breel Embolo. Und noch ein Pack, glaub. Ein Pack und zwei Limis. Ein Pack und zwei Limis in der nächsten Ausgabe dabei. Und das war die Just Kick It Januar 2022. Aber wir haben noch die Packs am Start hier. Die öffnen wir natürlich jetzt auch noch. Und mal gucken, was wir hier drin haben werden. Ich wollte schon sagen, Cristiano Ronaldo im ersten Pack. Nee, es ist Mason Greenwood. Alexandro Bonucci, dann Logo España 82 und Mexiko 86, Al Dual und Ulsan Hyundai, Omar Richards und Buna Saar im ersten FIFA 365 Sticker-Pack. Stickerchen. Sticker-Pack. So, dann Pack Nummer 2. Oh, da sind zwei Goldene mit dabei. Zwei Goldene, einmal Beach Soccer World Cup Pokal. Dann Matteo Darmian und Stefan de Vrij. Oh, hey, BVB. Hey, BVB. Dortmund-Logo. Und das PAOK-Logo Griechenlands. Also ein griechischer Verein. Dann haben wir Ronny und William noch von Palmeiras. Und dann gehen wir noch rein in die Katar-Packs. Zwei Stück. Mal schauen, was wir hier noch so Feines ziehen. Wir starten mit Power-Trio von Belgien. Witzel, De Bruyne, Tielemans. Jonas Wind, Courtois, Claesson, Romo, Maripan, Luis Suarez, CR7 im Pack und Luis Diaz. Also frisch gezogen hier. CR7, aber das sind ja diese, die Packs, die, wo immer nur eine Spezialpackkarte drin ist, ne? Glaube ich. Weil es sind halt diese Gratis-Packs, sage ich mal. Und da ist halt in der Regel, obwohl, ne, ich laber nur Käse. Okay, Leute, ich habe nichts gesagt. Ich hatte bloß einfach keinen Packlack im ersten Pack. Cookie und Game Changer GG Waldaldu, Cardona, Bentancourt, Lozano, Heuberg, Sabitzer und Joao Felix. Bing Bong, das war's. Das war die Just Kick It 2022. Januar 2022, die erste im Jahre 2022. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und Tschüssikowski.